das denn? Eine Spinne? Eine Spinne soll rauskommen. Eine Spinne soll rauskommen. Ich schon aus. Soll er rechts oder links kommen? Links. Links, okay. Dann steht er jetzt links neben mir. Also öffne deine Hand. Und sag ihm jetzt, ich möchte gerne, dass der Spinne jetzt auf meine linke Hand steht. So eine Spinne auf meine linke Hand. Ich hab dir doch nichts gesagt zu gucken, oder? Nee, nee. So, du machst, was ja, ich sage. Ja, das fühlt sich gut das an. Das machst, was sagst du? Das fühlt sich gut an. Bist du bekloppt? Nein. Doch. Aber ich rede mir das gerade ein. Das ist super, super. Umsonst weißt du das. So, dreh dich mal um. Nein, dreh dich mal um, so. Dass jeder das sehen kann. So. So, wie fühlst du denn das? Ja. Muss man sagen. Hä? Nicht von nettes Erlebnis. Oh. Du bewegst dich gerade. So, wenn es ein Erlebnis ist, dann sagst du, wow. Du bist. Geh mich nochmal raus. So, wer findet das eklig, was du jetzt siehst? Fast jeder. Siehst du? Aber er macht einfach und er kommt von einem Platz von Angst. So. Wie groß ist die Chance, meine Damen und Herren, dass er so eine Spinne von dieser Größe einmal begegnet in seinem Dorf oder in seinem Stadt? 0,0001%. Verstehen Sie? So, im Vergleich mit dieser Erfahrung gibt es keine Angst für Spinne mehr. Was sagst du? Pass auf, kann ich schon. Ich habe immer recht. Immer das Gefühl von Chaka. Und Chaka fühlt besser als Scheiße. Danke vielmals und hoffentlich auf Wiedersehen.